Einen wunderschönen guten Tag euch damit recht herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Aufnahme vom Let's Play Omsi 2, der Omnibus Simulator. Und zwar befinden wir uns heute mal wieder auf Wien. Und da oben fährt auch gerade schon eine U-Bahn lang. Ja, da oben fährt eine U-Bahn lang. Und zwar werden wir heute fahren mit dem Schulbuschen, den wir ja vor Ewigkeiten im Prinzip schon mal gefahren. Fand das aber wieder ganz cool. Und zwar fahren wir heute eben den Kurzläufer der Linie 24a bis Breitenlee Schule, ne? Du da oben transportierst auch schon Fahrgäste. Ja, macht das super, ne? Also wir stehen jetzt gerade hier in Kagran am Abstellplatz. Und von dort aus fahren wir eben nach Breitenlee. Dürfen einmal ganz kurz unseren netten Bus hier einmal aufrüsten. Unseren netten Bus einmal aufrüsten, genau. Alter, für ne, ich glaube, ich sollte da mal ein bisschen, was für meine Ohren tun. So. Boah. Hört sich super an, ne? Auf jeden Fall fahren wir ein bisschen Schulbus. Ist noch ein bisschen frisch heute Morgen, aber das ist egal. Auf jeden Fall bringen wir die eben nach Breitenlee, unsere Fahrgäste. Da ist der Bus. Wir kriegen auch, soweit ich weiß, nur die allererste Tür auf. Die zweite ist gar nicht zum Benutzen, das heißt. Oh ja, im Prinzip ist ja vollkommen egal, ne? Können einsteigen, wo sie wollen. Wir stellen uns jetzt gerade auf jeden Fall mal gerade vorne an den Startpunkt. So, ganz vorsichtig, ne? Ich bin wahrscheinlich eine Einschubfahrt. Ich vermute mal, dass ich eine bin, ne? Einschubfahrt, ja, Einschubfahrt. So. Ich bin eine Einschubfahrt, ich muss hier lang. Jetzt muss ich da vorne wahrscheinlich rechts rum oder so. Ich bin dann keine Einschubfahrt. Bei Ihnen ist rot. Sind ich früher immer über das Gleis da gefahren? Ist nur früher über das Gleis hier gefahren. Komm, das können wir jetzt auch machen. Das war doch immer eine ganz gute Sache, ne? Ich glaube, der möchte, dass ich da einmal mit dem Pudding rumfahre, aber. Nee, sehe ich nicht. Wir fahren schön ganz gemütlich da lang. Das ist vollkommen in Ordnung, ne? Über die Schienen. Gleise, Straßenbahn, Dinger da, ne? Ich meine, das sind ja auch so Gleise, da kann man drauf fahren, das ist jetzt nicht das Problem. Das Problem ist eher, dass die Verkehrsbetriebe das nicht wollen, aber hey. Who cares? Es fegt doch eh keiner. So. Vorsichtig da lang. Gucke mal, aber das ist trotzdem ein Busding, also das heißt, so falsch sind wir da gar nicht. Hey, da können wir schon mal hier lang. Er fährt sich ja recht interessant. Also er hat halt vorne seine Schnauze. 23a. Nee, 24a. Wir sind 24a. Wir haben jetzt einen recht dichten Takt da heute Morgen im Prinzip. So wie ich das gesehen habe. Boah. Die Frage ist, wo wir jetzt hin müssen. Ach man, die möchte auch noch überlaufen. Ja, dann mach das doch mal, ne? Vermute mal da vorne. Hier steht nämlich Kagran. Was möchte auch irgendwie keiner einsteigen? Ach doch, guck mal. Ach, die Schulbusfahrt lohnt sich jetzt ja. Möchte man von euch mit? Also, ich würde hier stehen, ne? Was sagt denn so die Uhrzeit? Die sagt gar nichts. Das ist gut, dass die Uhrzeit nicht läuft. Ich muss einfach noch einen Meter vor. Vielleicht auch nicht. Alter, ist der laut. Ich mach mal ganz kurz zu. Wir fahren da bis Breitenlee. Ort. Das habe ich auch eigentlich soweit geschildert, glaube ich zumindest. Eigentlich schon, ne? Naja gut, wenn der weg ist, dann gucken wir doch mal ganz kurz und dann. Ach, da drüben fährt los. Der jetzt auch. Guck mal. Dann können wir gucken, ob da irgendjemand mit möchte, weil die Dame ist ja nämlich vorgelaufen, wo wir da hingefahren sind. Heißt, es besteht die Möglichkeit, ach guck mal, dass sie einsteigen möchte. So ein bisschen Licht bekommen sie. Nicht, weil wir kein Licht haben. Ach doch, da war doch gerade Licht. Da ist ein bisschen Licht, ne? Ja. Heißt, Schüler haben wir keine, die mit wollen, aber ja, zumindest die Lehrperson. Das ist ja schon mal ein Anfang, ne? Das heißt, wir verdünnisieren uns hier auch gerade mal. Nicht, dass sie so spät zum Unterricht kommen. Das wäre ja, ich wäre ja suboptimal. Habe ich mal gehört. Ne, deswegen machen wir uns gerade mal auf den Weg. Ganz vorsichtig, tucker tucker da lang. Breitenlee nach da.
Und hier sind irgendwie sehr viele Fußgänger. Ui. Und die Sichten sind interessant. So, ihr lauft mir alle nicht vom Bus. Finde ich gut. Dann fahren wir doch da mal lang. Ach, das ist gerade rot geworden. Ja, super. Ja, ist egal. Und stellen wir uns doch gerade mal dahin und warten einmal eine Runde. Also, genau, den Tourbus sind wir schon mal vor Ewigkeit mal gefahren. Hat recht interessante Texturen. Ein paar Stellen sieht, finde ich, voll cool aus. Ein paar Stellen so, ja, aber der Fahrgastraum ist, finde ich, echt ganz cool geworden. Das ist auch vom Modell, die Texturen, das finde ich vollkommen in Ordnung, ne? Ausstieg und Einstieg ist, weil ich mir dann kann, irgendwie da vorne. Und da oben haben wir irgendwie, Follow these rules, Dinger und so, ne? Schön für die Kinder da, dass man da nicht, da ist rot. Da war zumindest rot. Jetzt ist grün, jetzt können wir auch fahren. So, was macht denn der Motorradfahrer da? Angst, dass ich irgendwie mit dem kollidiere. Hätte er aber, glaube ich, die schlechteren Karten. Ach, guck mal, eine Straßenbahn. Eine Bimmelbahn. Ist das nicht schön? Bus lenkt sich echt seltsam. Kann mir nicht helfen. Tag, Kollege. Ach, guck mal, die Doppeltraktion. Ist das nicht süß? So, ich mach mal ganz kurz. Lenkrad neu. Und so, ne? So, Vorsignal sagt auch rot. Na ja, gut. Hier stehst du meistens ein bisschen, bis du da aus Wien draußen bist. Das ist, meistens ganz zeitaufwendig. Gucken wir mal, was da vorne die Ampel wieder dazu sagt. Ich glaube, das könnte wieder eng werden. Ja, wir haben nämlich schon wieder rot. Ja, ne, dann werden wir die mal da befolgen, ne? Eine modernere Straßenbahn da. 1 Ulf. Was ist das für 1 Ulf? Ich weiß es auch nicht. Und was ist das für 1 Menge an Fahrgästen? Der nimmt mich jetzt aber auch nicht mit, oder? Da kann auch schön die Spur. Gut, der fährt eh davon. Ah, stimmt. Das ist ja diese Wendefahrt, die ist ja da rum. Also wenn man von da kommt, dann fährt man nach da. Ja, so wie wir es, glaube ich, auch hätten machen müssen. Aber hey. Ne, was meinen Sie dazu? Ich glaube, ihr ist das vollkommen egal. Eine Uhr haben wir auch nicht hier im Bus. Das heißt, wir fahren einfach irgendwie nach Gefühl. Dass sie da gerade alle irgendwie die Kreuzung blockieren, finde ich jetzt mal per se eine, so eine ganz, ganz schlechte Sache. Also eine echt ganz, ganz schlechte Sache. Das bin ich jetzt, muss ich jetzt ehrlich gestanden mal zugeben, finde ich das echt nicht gut. Also finde ich, ist jetzt keine gute Sache. Aber hey, also nur dieses Radio da. Also so als Busfahrer ein bisschen Radio hören können, aber mehr auch nicht. Leute, ihr wisst schon, dass das so nicht funktioniert. Wenn ich jetzt gleich grün kriege, dann habe ich ein Problem, glaube ich. Ja gut, ist okay. Mit dem Busfahrer kann man es ja machen. Nur ein kleiner dummer Busfahrer. Ja, als ob ihr da jetzt nicht fahren könnt. Kinders. Ich muss jetzt gucken, wie ich mich da drum rumdrängeln kann. Dann stehen wir bis übermorgen noch da. Ich habe einen Weg gefunden. So. Der sich gerade in Luft aufgelöst hat, weil andere Autos fahren, aber ich habe einen Weg gefunden. So, darum. Darum. Nee, die macht YouTube, ich weiß. So, hier. Und da lang. Guck mal, es hat den Unfall gekonnt umschifft. Der kein Unfall war, aber man muss sich das um sie immer irgendwie erklären, wenn da so Verkehrsstaus sind. So, guck mal, das hat er doch auch geschafft hier. Hört sich auch echt an, gell? Wie so ein Föhn. Ich glaube auch, dass wir überall halten müssen. Ja klar, wir halten überall. Wir müssen auch Leute einsteigen lassen, um sie zur Schule zu bringen. Wenn wir sie nicht einsteigen lassen, dann... Ja, keine Ahnung. Bringen wir halt einen leeren Bus zur Schule. Tag, Kollege. So, steig in Teschgasse. Ach, guck mal, da sind wieder ein paar mehr. Also das heißt, wieder mal ein paar mehr. Da sind wir überhaupt Fahrgäste. Da kommt sie mal rein hier. Achso, das muss ich mich dran gewöhnen, dass die Sichten so alternativ sind. Einen schönen guten Tag, sehr geehrte Fahrgäste. Bitte beachten Sie, während der gesamten Fahrt sitzen bleiben und so, ne? Och, Kinas, ist das nicht euer Ernst, oder? Ich bin's doch bloß der Josh. Was meint ihr jetzt? Ach, guck mal, die fahren. Heißt, ich mach's mal genauso wie die. Mal schön auf die Kreuzung stellen.
Genau das, was man nicht machen soll. Schön auf die Kreuzung stellen. Komm, machen wir doch einfach mal, oder? Ne, ich bleib mal trotzdem hier so ein bisschen in Sichtweite von dem Signal. Dann müssen die Deppen nämlich gleich abgebogen sein. Und dann kann ich fahren. Huhu. Ich meine, ich kann das schon verstehen, die Motivation, dass man da gerne durch möchte. Und dann denkt man, ja komm, ich stelle mir nur Knüppel auf die Kreuzung, damit der Mensch dann rot wird, dass ich zumindest mal drüber bin. Aber das Problem ist, dass das für alle dann länger dauert, wie man gesehen hat. Aber es ist halt so ein Reflex. Ne? Der muss dort irgendwie mit Hilfe von Fahrschule muss man sich den irgendwie austreiben lassen oder so. Keine gute Eigenschaft. Also der vierte Gang ist ja auch so eine Sache. Ich weiß ja auch nicht. Das ist der dritte. Der dreht bis Penultimo. Und der vierte... Der stirbt gleich. Aber gut, soll er machen. Wir haben noch Fahrt. Ja, wir haben Fahrt. Aber gerade knapp. Es ist gerade rot geworden. Ich habe es gesehen. Ich glaube, jetzt müssen wir darüber, gell? Soweit ich mich noch an den Wien erinnern kann. So, das sieht ganz gut aus. Da ist frei und da ist dann auch frei. Ach, guck mal. Ist das nicht super? Hab ich super gemacht, gell? Ha, ich bin so stolz auf mich. So, vorsichtig und langsam, weil wegen zerbrechliche Fracht. Ja, Schüler sind zerbrechliche Fracht. Ich steck sie immer so Amazon-Pakete rein und dann klebst du noch so ein Pepperchen drauf. Achtung, zerbrechliche Fracht. Ja, ja, mach ich auch immer so. Verschickt man noch gar nicht per Schulbus. Das ist hier gerade nur so alibi-mäßig. Die Fix schickst du in Wirklichkeit tatsächlich per Paket. Post. Finde ich auch, ist eigentlich eine ganz gute Sache. Also da hast du dann auch, weißt du, hast du ein bisschen Vorteil in der Lagerung. Ist das dann nicht ganz so schwierig. Kann sein, dass der Spiegel invertiert ist. Ja, das Spiel ist invertiert. Der türkisfarbene Ding steht nämlich links neben mir, ne? Naja, es interessiert keinen. Gut. Aber eigentlich, ich habe doch jetzt da einen grünen Pfeil, oder ist das in Österreich nicht so? Ich habe doch hier einen grünen Pfeil nach geradeaus und rechts. So. Ich kenne das noch so, wenn da tatsächlich nicht nur ein grünes Licht ist, sondern ein grüner Pfeil in die jeweilige Richtung, dann hast du in diese Richtung tatsächlich freie Fahrt. Das heißt, da dürften dich auch theoretisch keine Fußgänger kreuzen. Also habe ich das gelernt, deswegen finde ich das gerade etwas befremdlich. Tag. Guten Tag, alle einmal abstempeln, bitte. Einmal eure Fahrscheine alle mal zeigen. Ach, guck mal, da ist sogar ein Schüler mit dabei. Unter der ganzen Gurkentruppe hier. So, flupp, Tür damit zu. Also ob ich das eigentlich noch, also so weiß ich das noch von Fahrschule her. Nee, aber ernsthaft, das ist, eigentlich ist das so. Mit Pfeil in die Richtung heißt, du darfst wirklich bedenkenlos fahren und mit nur Licht, dann kann auch sein, dass da noch Fußgänger kreuzen. Das heißt, sowas wie gerade eben sollte eigentlich nicht passieren dürfen, eigentlich. Aber vielleicht haben wir da auch etwas andere Gesetze. Hier, ich kann Dialekte nicht nachmachen. Sag nicht, laufen sie ganz hin und her. Die gehen schon mal woanders hin, oder? Der ist auch schmerzfrei, ne? Einfach rüber, also der gerade auf der linken Spur, der da rüber gelaufen ist. So, die biegen jetzt alle ab, sollen sie gerne tun, ist mir wurscht. Ich fahr nach Breitenlee. Ne, ihr da hinten. Ich finde diese komischen Kunstlederbezüge echt witzig, so. Es ist ein bisschen ruhiger, der Bus, wenn ich da schalte, deswegen... Aber generell drehen irgendwie die amerikanischen Busse höher, dass das ein Benziner? Ich habe keine Ahnung, weil so drehzahltechnisch ist das ja... Weiß ich nicht, würde ich jetzt von einem Diesel jetzt nicht so kennen, aber ich hab keine Ahnung. Ich weiß es nicht genau. So, Kreigasse. Don't cry, we are just driving to school, ne? Haha, witzig. Guten Tag. Flupp. Guck mal, die steigen auch tatsächlich alle nicht aus. Die bleiben tatsächlich alle ganz brav sitzen bis, bis Breitenlee. Gut, das, die so weit sitzen bleiben, das kann ich jetzt halt noch nicht sagen, aber das ist so ein bisschen meine Idee, dass die so länger sitzen bleiben. Ne? So, jetzt gibt mal ein bisschen Gummi hier. Hört sich so schlimm an, wenn wir Gas geben. Sehr guter Motorsound. Vor allem, wir haben da MPH als... Was möchtest du aussteigen hier? Das ist schon mal noch keine Schule.